Neue geilen Eierhälse. Oh, Luna meldet sich leider. Oh Gott, völlig im Arsch. Ich habe mich ein bisschen erkältet. Mir tut das beim Schlucken weh. Weshalb ich heute mal die Aufnahme bleiben lasse. Ich werde mich morgen aber versuchen, wieder ranzusetzen, wenn es ein bisschen besser ist. Und hoffen, dass ich wenigstens aufnehmen kann, dass ich euch für Dienstag oder spätestens Mittwoch was bereiten kann. Ich habe auch mal geguckt. In der Aufnahme sind auch noch einige andere Sachen drin. Ich habe noch ein paar Cards Against Humanities zum Beispiel offen, die ich euch gerne präsentieren könnte. Vom WoW-Abend eine lustige Sache. Wenn ihr euch für WoW interessiert, ich kann es euch gerne hochladen. Es war sehr witzig. Also allgemein ging es um die Dialoge, nicht um das Game. Und ja, jetzt kommen wir aber zu einem etwas wichtigeren Thema. Denn der Luna hat einen Strike kassiert. Hallo Luna, unsere Community-Richtlinien, bla bla bla. Was zur Hölle? Kios Adventure Part 1 wurde zur Überprüfung gemeldet. Bei der Prüfung haben wir festgestellt, dass dein Video gegen unsere Richtlinie verstößt. Deshalb haben wir dieses Video entfernt. Außerdem hat dein Konto eine Verwarnung wegen Verletzung unserer Community-Richtlinien beziehungsweise eine vorübergehende Strafe erhalten. Das ist im Prinzip ein Community-Strike. Weil irgendjemand sich einen Spaß daraus gemacht hat, meine Videos nach und nach systematisch zu melden scheinbar. Oder aber der Algorithmus erkennt irgendwas, was irgendwie scheinbar gegen die Richtlinien verstößt. Ja, kaum geht Vidme unter, fängt YouTube wieder an, Scheiße zu bauen. Das ist nicht das Einzige, es wurde nämlich erst ab 18 geschaltet. Und dann habe ich gesagt, das kann gar nicht sein, das Spiel ist ab 16. Das können wir auch gerne mal gucken. Kios Adventure bei Steam. Ich meine, das Spiel ist natürlich, man muss erstmal Altersbeschränkungen hier eingeben, aber wir werden runterscrollen, ab 16 in USK. 16 Siegel. Dementsprechend brauche ich mir da eigentlich keine Gedanken machen, denn das Video ist ab 16. Nun kam es aber, wie es kommen musste natürlich. Das nächste Video wurde schon wieder mit einer Altersbeschränkung versehen. Und zwar blutige Geburt, Ende Fazit. Kann ich nachvollziehen, weil es ist ja kein sexueller Inhalt, aber es ist schon ziemlich räudig, muss ich gestehen. Aber es ist nach wie vor trotzdem ein Videospiel. Deswegen verstehe ich nicht, warum. Aber gut, Outlast ist wahrscheinlich ab 18. Kann ich gewissermaßen nachvollziehen. Nur ist die Sache so, dass viele Leute aus meiner Community natürlich kein ab 18 Konto haben oder gar kein Konto haben. Es gibt so viele Zuschauer, die ohne Abo sich einloggen. Und dementsprechend habt ihr Pech gehabt. Ihr müsst euch jetzt einen YouTube-Account machen. Es gibt mittlerweile so viele Videos, die bei mir ab 18 geschalten wurden. Das ist ziemlich, ziemlich schade, muss ich sagen. Denn viele Sachen sind gar nicht so schlimm. Da Vidme jetzt down ist, habe ich keine andere Alternative mehr. Ich werde wahrscheinlich dann einige Videos auf Twitch hochladen. Und ich würde euch auch gern drum bitten, denn mein Dashboard zeigt es auch. Ich gehe mal auch Spaß auf Livestreaming. Und es lädt. Okay, hier könnte ich zwar jetzt theoretisch eigentlich versuchen anzufangen, aber es wird nicht funktionieren, denn mein Kanal ist für Livestreamings deaktiviert. Du darfst keine Inhalte mehr live streamen, weil ich einen Strike bekommen habe. Und das gilt für die nächsten Monate. Mein Status ist nämlich jetzt hier auf. Deswegen, wegen der ersten Verwarnung, ist das Livestreaming deaktiviert. Dein Konto wird möglicherweise deaktiviert, wenn du irgendeine Verwarnungstyp, der oben aufgeführt ist, mehr als zweimal erhältst. Mehr als zweimal. Nun habe ich letztens ja schon bei Kios Adventure erst eine ab 18 bekommen und dann direkt danach einen Strike kassiert. Nun habe ich das Gefühl, dass das hier auch passieren wird. Deswegen möchte ich euch darum bitten, in weiser Voraussicht meiner und eurer wegen, falls ihr noch Bock habt, mich zu verfolgen, meinen Twitch-Kanal. Twitch.tv/Lunatic1988LP. Kleingeschrieben, das ist kein IP, das ist ein LP für Let's Play. Weil das Lunatic1988 war schon vergeben. Ich weiß nicht, wer es gemacht hat. Irgendeiner aus Amerika wahrscheinlich. Ich werde jetzt hier auf Twitch langsam versuchen, alles aufzubauen und wahrscheinlich dort einige Let's Plays hochladen. Man kann ja nämlich auch Videos hochladen. Und vor allem wahrscheinlich dann hier auch die Livestreams machen, da ich ja für die nächsten, für das nächste Vierteljahr komplett gesperrt wurde auf YouTube, wie man hier sehen kann. Kann ich hier nicht mehr live streamen, obwohl das Livestreaming hier komischerweise noch aktiv steht. Ich werde mal einen Test versuchen, aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Livestreams einbetten ist nämlich nicht geeignet, weil, klar, Livestreaming an sich ist deaktiviert. Deshalb unbedingt bitte schon mal Twitch aktivieren, denn es kann sein, dass mein Kanal in den nächsten Wochen gesperrt wird. Beziehungsweise in den nächsten Tagen. Der Algorithmus dreht gerade wieder schön am Rad. Kios Adventure, ein Spiel ab 16, direkt gestrikt. Ich habe jetzt einfach das Video abgefilmt. Die Sache ist die, dass es jetzt, dadurch, dass es gelöscht wird, erstmal komplett von allen Sachen deaktiviert ist. Das heißt, es gibt dort in dem Video selbst kein HD mehr zur Verfügung. Es ist in der schlechtestmöglichen Qualität verfügbar. Ich habe es jetzt abgefilmt, weil ich es auch nicht runterladen konnte. Weil, wie gesagt, alle Funktionen für das Video wurden deaktiviert. Sieht man auch, wenn ich hier nochmal draufklicke. Ich kann es mir angucken. Aber ich kann eben nur 360p nehmen.
Und ja, es ist zwar gewaltverherrlichend, aber ganz ehrlich, es gibt Spiele, die sind viel schlimmer. Wolfenstein ist viel schlimmer, Doom ist viel schlimmer. Da wurden die Strikes auch zurückgenommen. Ich dachte, der Algorithmus hätte vielleicht daraus gelernt. Ich habe es jetzt gemeldet. Ich habe mich eigentlich an meinen Community Manager vom Nintendo-Netzwerk gewandt. Es kam noch keine Antwort. Dementsprechend, ach, da doch. Okay, es kommt eine Antwort. Dann werde ich später nochmal gucken. Jedenfalls, bitte abonniert mich auf Twitch, beziehungsweise folgt mir auf Twitch. Denn ich werde in Zukunft wahrscheinlich da sehr viel auslagern müssen. Erstens der Livestream. Und zweitens wahrscheinlich, wenn mein Kanal gesperrt wird, dann ist YouTube für mich Geschichte gewesen. Da werde ich nur noch auf Twitch aktiv sein. Da darf man wenigstens spielen. Es kann nicht sein, dass Spiele ab 16 einfach mal gestrikt werden. Das ist einfach absoluter Quatsch, Alter. Naja. Ich werde das Video, wie gesagt, jetzt hier in der geschnittenen Form nochmal hochladen. Das heißt, ich werde die ekligen Stellen zensieren, ich werde das Thumbnail zensieren, ich werde gewisse Aussagen vielleicht rauszensieren und werde den Part nochmal neu hochladen. Bei Outlast ist es ja erstmal nur ab 18, das heißt, es ist nicht gelöscht. Am besten macht ihr euch einen ab 18 Account und guckt darüber dann. Aber Outlast selbst ist jetzt auch Geschichte, genauso wie viele FNAF-Dinger und sowas. Und ich werde das alles, wie gesagt, hier dann hochladen, zu versuchen. Na gut, das war's dann erstmal von meiner Seite. Ich werde mich jetzt erstmal erholen, werde meinen heißen Tee machen, ein bisschen Ricola lutschen und Schweizer Kräuterbonbon. Ach, es tut beim Schlucken echt megamäßig weh. Deswegen würde ich jetzt kein Horrorspiel durchhalten, weil ich da ja versuche, ein bisschen authentisch auch zu reden. Und wenn ich da so die ganze Zeit hänge, es macht mir auch keinen Spaß. Außerdem habe ich durch die Krankheit übelst Gesichtsgulasch bekommen und na gut, Leute. Ich hoffe, ihr versteht natürlich meinen Ärger, meine Frustration und die Bitte, dass ihr vielleicht auf Twitch mir folgt, weil wenn es mit YouTube so weitergeht, dann werde ich auf Twitch umziehen müssen. Gezwungenermaßen. Was sehr schade ist, weil die letzten 8 Jahre, die ich in den Kanal gesteckt habe, gut, das sind jetzt nicht durchgehend 8 Jahre, nennen wir es mal 5 Jahre. Die 3 Jahre davon sind mehr oder weniger nur Geplänkel gewesen. Nichtsdestotrotz ist es schade, sowas zu verlieren. Also, auf und davon, liebe Leute. Folgt mir bitte auf Twitch und ja, mal gucken, vielleicht kriegt YouTube ja noch die Kurve. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Auf dann auf bald, auf Wiedersehen, Tschüssikowski. Blablabla.